So, ihr Lieben, hallo. Ich bin jetzt gerade mal zum Start des Videos woanders, auch mit ganz vielen Schweißperlen auf der Stirn. Ich bin gerade bei dem Projekt, was ich von meinem eigenen betreut habe. Und den Sven habe ich auch dabei, beziehungsweise er mich. Er hat nämlich noch ein Dirtbike. Ja, und das hier, das war ja irgendwie von 2013 bis 2017 mein Projekt. Aber ich möchte euch gar nicht so das Projekt vorstellen. Soll ich mich einmal mit einem lieben Hallo melden hier da draußen? Der Sven verausgabt sich gerade noch ein bisschen auf dem Pumptrack hier, den ich einst mal angelegt habe. Schön, dass der noch benutzt wird. Echt richtig schön. Na, ist er fertig? Ich will auch noch mal fahren. Magst Okay. du filmen? Klar. Geht das? So. Weiß nicht, ob ich noch Kraft habe, aber eigentlich wollte ich ja nicht mehr, ne? So geht's nicht nach Wollen. Oh, das reicht mir auch. Ich habe keine Kondition mehr. Echt heftig. Eine Runde. Das war's. Ist auch nicht geplant. Ich wollte eigentlich nicht mehr fahren. Aber jetzt hat sich das ergeben. Macht schon Spaß heute, muss ich sagen. Aber das soll jetzt werden. Und ja, wir haben hier eine gute morgendliche Runde. Und für mich geht es trotzdem gleich in den Garten. Mal gucken, was ich so anstellen kann. Wird bestimmt interessant, das Video. Einfach mal schauen. So, Sven, wir brechen das Zelt hier ab, ne? Und wir legen los bei den Zwiebeln. Hier habe ich ja die Stuttgarter Riesen drin. Ich weiß nicht, Roter Baron oder so, also Red Baron. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Habe ich irgendwo auf dem Packungsschirm. Man kann auch schon sehen, wie sich das langsam entwickelt. Aber was ihr hier so erkennen könnt, es geht so ein bisschen in alle Richtungen. Sie stehen nicht mehr so senkrecht und deswegen, ja, das Wetter in den letzten Tagen hat auf jeden Fall den Zwiebeln ein bisschen was mitgegeben. Anderen Pflanzen auch, habe ich auch gesehen. Selbst Sonnenblumen stehen schief, also der Wind hat gepeitscht und der Regen und ja, dementsprechend gibt es schon ein paar Spuren in meinem Garten. Was ihr jetzt auf der linken Seite sehen könnt, bevor ich euch die Zwiebeln im Nahen zeige, die Ackerwinde hat sich hier breit gemacht, macht sich sehr breit und zieht sogar die Zwiebeln ein bisschen rüber. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. So sieht's aus. Da ist auf jeden Fall Stuttgarter Riese ist am Wachsen. Und bei den Roten sieht es im Moment noch so aus. Habe da noch nichts Größeres gesehen. Aber ich denke mal, in einem der monatlichen Gartenrundgänge werde ich euch zeigen, wie es dann um die Zwiebeln steht. Nächste Zeit soll es ja in jeglicher Hinsicht wieder einen größeren Schub geben. Hier bei den Tomaten gibt es wieder was auszugeizen, sehe ich. Und, oh, da habe ich sie ein bisschen verletzt, aber ist jetzt nicht schlimm. Da holt sich die Pflanze von. Ist mir schon passiert. Brennnessel hat mich auch wieder einen erwischt gerade. Ja, wie soll es anders sein? Habe ich nicht gesehen. Ah, die ist auch kräftig wieder. So, soweit sieht schön aus. Ich werde noch mal ein bisschen ausgeizen. Ja. Für euch da draußen. Damit könnt ihr auch Pflanzen vermehren. Einfach zack in die Erde und dann wird das neue Wurzeln ausbilden. Packe ich hier unten hin. So, und dann gucke ich gleich mal durch. Irgendwo noch Geiztriebe. Ne, sieht super aus, aber hier macht sich auch eine Ackerwinde breit. Die kommt vom Rande bis hier vorne. Einmal weg dafür. Hier vorne kommt noch ein bisschen was. Das werde ich auch gleich mal ausgeizen. Zack, zack. Ist ja schnell gemacht, sowas, wenn man da sowieso vorsteht. Das entwickelt sich prima. Hier auch Ackerwinde. Also, das ist so der Bereich, der braucht man demnächst lieber. Auch auf der Seite Brennnesseln, Brombeeren. Ich habe da schon was zurückschneiden müssen. Ah, da habe ich noch eine Tomate und ein Geiztrieb, der rauskommt. Aber wir sehen uns jetzt an anderer Stelle. Ja, und hier beim Kiwi-Beet ist es explodiert. Also hier die Nachtkerzen, wunderschön. Und hierzu habe ich jetzt auch einen Namen. Kronlichtnelke. Genau, so heißt sie. Wunderschön. Es freut mich und oh, es duftet hier auch schon. Auch oh, herrlich. Übrigens, das wird jetzt kein Gartenrundgang, aber ich werde euch so ein paar Sachen trotzdem zeigen und dann gucke ich mal, was ich im Garten so machen kann. Will mich auf jeden Fall ein bisschen übers Kiholbeet stürzen, weil das habe ich komplett vernachlässigt und komplett sich selbst überlassen. Da gibt es Spinat, der raus muss, da gibt es Tomaten, die ganz gerne ein bisschen mehr Platz hätten, Salat genauso. Und ja, die Zucchinis und die Geschichtchen. Also da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Das werde ich auf jeden Fall mit ins Video packen, also ein bisschen im Garten wühlen.
Hier ist auch schon wieder ein wilder Mond zwischen. Ja, und was habe ich hier vor mir? Ja, ihr könnt das sehen. Darauf warte ich ja sehr lange. Und es ist ein geduldiger Prozess. Es ist schön, das so Stück für Stück beobachten zu können. Die Artischocken, die wollen in die Blüte. Der geht jetzt auch auf. Der sieht auch schon sehr vielversprechend aus. Kommt mal ran. Sieht auch alles gesund aus. Da waren ja Läuse ohne Ende zusammen mit den Ameisen. Eine guckt uns auch gerade an, da oben am Rand. Guckt, was ich hier so filme. Hallo? Ja, ach, gutes Timing. Bisschen Ameisenballett hier. Da freue ich mich drauf, das wird spannend. Die violette Artischocke. Wunderschön, jetzt schon. Und hier entwickelt sich das auch, aber ein bisschen anders. Jetzt sieht man auch so mal ein bisschen dieses Pelzige wieder. Ich habe das mal in einem anderen Video angesprochen. Das liegt wohl an meinem Bildschirm. Ich sehe das nur auf meinem Handy. Zu Hause könnte ich das auch nicht mehr sehen. Ich genieße jetzt einfach mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass je nach Qualität euer Wiedergabemedien, Fernseher, Handy, wie auch immer, das jetzt auch irgendwie dargestellt wird. Vielleicht könnt ihr das sehen. Könnt mir ja vielleicht mal eine Rückmeldung geben, wenn das einer sieht oder so, oder Unterschied erkennt von Gerät zu Gerät, dann bitte in die Kommentare schreiben. So Rückmeldungen sind für mich einfach mal generell interessant. Wunderschön. Ist aber auch wunderdoll warm wieder, aber das kommt wahrscheinlich vom Fahren. Nee, mit 26, 27 Grad im Schatten kann ich noch mit leben. Ich habe heute eine ganz tolle Überraschung entdeckt. Ich mag ja Kupfer total gerne, vor allen Dingen dann die Oxidationsschichten. Und ich habe hier ein bisschen Wasserverlust gehabt in diesem Stückchen. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Da so ein Stück wurde rausgetrennt, weil da Stecknadelkopfgroß Wasser rauskam. Und jetzt habe ich hier so eine Kupferleitung gekriegt. Finde ich richtig schön. Mag ich optisch richtig gerne leiden. Auch hier so unten runter. Da unten Plastik dann wieder weniger. Da kann ich mir was einfallen lassen. Mal gucken. Aber meiner Leitung geht es jetzt wieder gut. Und das Gewächs hier aus dem letzten Video, das ist die Jakobsleiter. Ganz selten in weiß zu sehen. Was habe ich ein Glück? Wie schön. Hier noch der Currystrauch. Lieben die Insekten. Hier auch nochmal beim Knoblauchgras. Echt tolle Überraschung, gar nicht mit gerechnet so. So, und hier werde ich heute anfangen, habe ich mir so gesagt. Na, das ist hier so Deko, kann erstmal weg, soll möglichst nicht kaputt gehen. Das ist immer ein bisschen wunderbar. Hier habe ich noch effektive Mikroorganismen, meine letzten, beziehungsweise zu Hause habe ich hier noch einen Liter. Ich möchte euch ja nochmal irgendwann das Vermehren zeigen. Oh, wie schön. Wisst ihr, was ich gerade entdecke? Wow, das muss ich euch zeigen. Seht ihr die winzig kleine Physalis, die da heranwächst? Ich meine, hier vorne habe ich die Tomatillo drin, die ja eigentlich einen Partner braucht. Deswegen ist das umso schöner, jetzt was zu sehen für mich. Wunderbar, ich werde das hier mal freilegen mit höchster Zeit. Dafür habe ich euch jetzt mal auf Weitwinkel gestellt und ich werde jetzt hier so nach und nach jetzt freimachen. Hier ist in der Boden, oh, der ist richtig schön locker und fluffig. Kann richtig drücken. Merkt, dass er so leicht nachgibt, richtig schön. Gefällt mir gut. Ich sage da immer gerne fluffig zu, mein fluffiger Boden. Auch wenn ich die Gartenmelde mag, sie kommt mittlerweile raus. Ist aber vielleicht ein kleiner Wegzehrer jetzt. Ist da noch Sand dran? Ja, ich hole mal kurz Werkzeug. Das ist so eins meiner Lieblingsgeräte. Beziehungsweise ich mag sie eigentlich alles. Ob das die Sense ist, ob das... ist ja völlig egal. Und hier gibt es einiges, was raus kann. Da kriege ich immer so ein bisschen so bei. Dann wird das schon so locker. Hier habe ich echt lange nichts getan, muss man dazu sagen. Und trotzdem geht das recht locker raus. Aber ich habe eine dementsprechende Menge natürlich jetzt. Ich hoffe, ich mache die Ziegel nicht kaputt. Ja, und so gehe ich das jetzt hier erstmal durch. Wow, die Erde, ne? Wow, richtig schön. Könnt ihr das sehen? Also das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, hier vorne haben wir eine Zucchini. Da mache ich mal ein bisschen drumherum frei. Wenn ich da sonst so beigehe wie in dem Beet hinter mir. Ich habe das ja im letzten Video gezeigt. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, da habe ich mal so komplett meinen Garten ein bisschen übersichtlicher vorgestellt. Oh, hier ist das Wurzliga drunter. Ja, aber ansonsten gleich die Geschichte hier. Ich hole die gerne mit ganzer Wurzel raus. So. Na, hier kommt die Aggerwindel. So, und hier haben wir noch ein bisschen Gras und hier ist es auch ein bisschen
Fest da gerade. Muss ich mal gucken, die Quecke oder Quieke. Da so hole ich sie immer raus. Versuche das möglichst nicht kaputt zu machen. Oft komme ich bis nach ganz unten. Da, so wie jetzt. Und dann lässt sie irgendwann los, ohne dass was abbricht. So, easy going. Ist doch voll locker. Und macht Spaß. Ich finde das voll schön, wenn ich mein Pflänzchen hier, oder meine sind es ja nicht, wenn ich die Natur unterstützen kann, voranzukommen und denen irgendwie hier tolle Beete zur Verfügung stelle, die ich mit Liebe bearbeite. Und das ist so schön, hier das jetzt frei zu machen und dann bald beobachten zu dürfen, wie die Zucchinis wachsen. Jetzt habe ich die hier voll Erde, macht nichts, damit sie abkönnen. Also somit könnt ihr schon sehen, habe ich grob alles raus. Vielleicht hat man das ein oder andere übersehen, aber es kommt immer irgendwas nach. Deswegen so ultra übergenau muss man das nicht machen. Also ihr seht das, ne? Also da unten habe ich noch was gesehen. Der da will raus oder auch nicht. Da haben wir ihn. So. So. Das ist übrigens sowieso so eine Sache. Ich habe ja tolle Tipps gekriegt. Ich hoffe, der Name ist jetzt richtig. Tudibosus. Hab's ja nicht so mit Namen, also verzeih mir das bitte, wenn du zusiehst. Ich habe einen wundervollen Tipp gekriegt, wenn ihr Wasser sparen wollt und wollt, dass möglichst lange Feuchtigkeit im Boden ist, dann macht das so ähnlich wie ich, gerne noch ein bisschen tiefer. Ne? Somit gibt es dann unten diese ganzen Gänge und die Kanäle, die sich bilden. Wie auch immer, wenn ihr dann oben beigeht und danach das dann nochmal glatt streicht, glatt hakt oder ein bisschen verhakt, schließt ihr diese Kanäle. Aber ja, das hat so einen positiven Effekt aufeinander. Ich kann euch das noch nicht erklären, das mache ich bestimmt mal in einem anderen Video. Das ist jetzt nur so, nein, gefährliche Halbweisheiten sind das nicht. Wenn ihr es so macht, wie ich das gerade erklärt habe, ist das auf jeden Fall, funktioniert das. Nur an der Erklärung hapert es noch, da dann zu einem Zeitpunkt mehr. Aber das fiel mir jetzt so spontan ein. So, ihr wollt bestimmt auch mal einen anderen Blickwinkel haben, vielleicht von der anderen Seite, hier von rechts. Ich bin viel zu warm angezogen, aber ihr kennt mich, ich ziehe das dann immer durch. Das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit heute. So. Ach, schön. Also diese Erde ist echt der Hammer. Ja, wenn das so klebt und so, ihr wisst ja, das ist gut. Ein gutes Zeichen. Ich bin noch ein bisschen dröhnbündig gerade. Also nicht so der effizienteste, aber darum geht das auch gar nicht, wenn ich sowas mache. Na gut, jetzt ist das ein bisschen anders, weil ich euch dabei habe. Aber wenn ich dann in Ruhe bei bin, dann ist das schon so, dass ich da so richtig drin aufgehe, die Zeit vergesse und es richtig, richtig Spaß macht. Macht es jetzt auch. Hab euch ja dabei. Ja, wunderbar. So. Jetzt habe ich vergessen zu reden, weil hier schon genau das passiert ist, was ich gerade sagte. Ich fange an zu träumen. Ja. Aber wollte jetzt die ganze Zeit dabei sein? Sicherlich nicht. Also, ich mache das jetzt fertig. Und während ich das fertig mache, laufe ich gleichzeitig los, mache euch noch ein paar Aufnahmen, damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Aber dann geht's gleich hier weiter. Oh, was eine schöne Erde. Also so was Schönes. Ich bin echt richtig happy. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dieses Klebrige. Denn Leben habe ich normal nicht. Hätte ich gerne, aber hier ist gar kein Leben. Man sieht, ich war lange nicht mehr bei. Aber nicht schlimm. Dafür war der Boden auch gut geschützt. Das Bodenleben, jetzt liegt es natürlich erstmal freier, bis ich irgendwann mulchen kann. Ist natürlich jetzt erstmal nicht gegeben. Da fehlt mir der Rasenschnitt zu oder der Quiekenschnitt. Aber etwas, wo ich bestimmt dann auch nicht so lange warten werde und beigehen werde. Ja, und hier habe ich sogar noch einen. Ach nee, ich will euch ja nicht langweilen, ich will euch jetzt auf Tour nehmen. Ne? Also bis gleich. Na, da kommen die Schmetterlinge. Gutes Timing. Jetzt bin ich doch noch im Weitwinkel, aber ich möchte euch eigentlich nur zeigen, dass sich andere Farben von Kornblumen bei mir in die Beete geschleicht hat. Das war in einem anderen Video schon zu sehen, ich bin aber nicht drauf eingegangen. Hier haben wir eine lilane und das zeige ich euch jetzt erstmal von nahen. Da sind die Farben anders, auch in einem anderen Beet. In dem vorne an meiner Gartenecke,
gibt es auch ein paar. Die konnte man in dem einen Video sehen schon, aber ich bin nicht drauf eingegangen. Hier war auch irgendwo noch eine andere Farbe. Ach, da auf der anderen Seite. Ich habe sie schon in der Mitte. Da, Beauty, richtig schön. Ja. Also das macht sich hier oben. Sieht auch noch super aus. Ja, aber hier gibt es eine richtig, richtig schöne. Und bevor die vielleicht nur einmal da ist, möchte ich die unbedingt einmal drauf kriegen. Ja, spannend. Ich habe den Namen nicht parat. Ich hatte schon mal nachgeguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Hier inzwischen habe ich noch was Neues entdeckt. Also es sind so, ne, wenn ihr mir da helfen könnt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe mitgekriegt, andere freut das, wenn da Antworten kommen, die schon lange nach dem Namen von irgendwas gesucht haben. Und sind dann echt mega glücklich, wenn dann mal was in den Kommentaren zu finden ist. Das lese ich immer mal wieder. Also helft euch gerne gegenseitig. Und hier der Kohlrabi. Im letzten Video habe ich an anderer Stelle da, glaube ich, Kürbis zugesagt. Wunderschönes Gewächs. Ich habe auch schon zwei genommen. Ein wunderbarer Trip. Also wenn die sich so, ne, wenn die aufgehen, so aufplatzen, dann möglichst schnell verzehren. Das kann ich bestätigen. Ich bin dann dabei gegangen und war schon spät dran, habe gemerkt, dass das doch holziger wurde und ich nicht mehr so viel Fleisch dran hatte. Der Rest ist auch hier wieder direkt im Beet gelandet. Habe einmal den hier vorne und den da vernichtet. Ja, aber der hier sieht super aus. Das ist echt eine respektable Größe mittlerweile. Da werde ich auch, glaube ich, nicht mehr lange warten. Ja, ich glaube, den kann ich mir auch vielleicht heute sogar schon mitnehmen. Oh, da ist noch ein großer. Oh, wie schön. Ach, ich liebe Kohlrabi, ne? Habe ich vielleicht wieder Kürbis gesagt? Ich hatte gerade wieder den Drang, Kürbis zu sagen. Ja, und die Dinger habe ich hier vom Tomar gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Keine Ahnung. Finde ich nochmal raus. Und jetzt zeige ich es doch nochmal. Das wilde Stiefmütterchen. Ja. Oh, ist auf jeden Fall heute... Ich habe es noch nicht so in die Kamera gekriegt, aber es ist auf jeden Fall richtig schönes Insektentreiben bei mir. Ich war vorhin schon mal kurz da. Anscheinend haben die so ihre Flugzeiten. Ich weiß es nicht. Das Milpa-Beet, das Indianerbeet, kann sich auch sehen lassen. Da kommt eine Bohne. Super schön. Und auch so an anderer Stelle schon zu sehen, dass sie jetzt hier hoch will, auch hier vorne. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich schon ein bisschen verstecken hier drin. Schöne Sache. Also das ist, ich glaube, das wäre was für Kinder hier, so ein kleines Kinderparadies. Oh. Ist ja nicht so, dass nicht irgendwer mal auch Kinder mit dabei hat, wenn ich Besuch habe. Oh wow, ja, Kürbis sieht super aus. Das war ja Patterson und hier in der Mitte Hokkaido. Ja, aber, oh wow, schön. Guck mal, da könnt ihr mich schon fast gar nicht mehr sehen. Also ein richtig schönes Beet. Es wird aber heute, wie gesagt, kein Gartenrundgang und wir gehen mal zurück zum Kio-Beet. Mal gucken, wie weit ich da gekommen bin. Könnt ihr ganz eindeutig sehen jetzt. Ich habe da einmal einiges an Spinat rausgeholt. Der Borretsch, der dazwischen war. Ich möchte hier ein bisschen mehr Licht rein haben, auch wegen den Tomaten hinten. Ein bisschen mehr Übersicht schaffen. Hier vorne wird es dicht genug. Ja, und hier Salatecke und so, das lasse ich jetzt in Ruhe. Die sind auch in die Blüte geschossen. Die sollen sich gerne aussamen. Ich finde das richtig gut. Denn somit muss ich mich nicht darum kümmern, irgendwie Saatgut zu sammeln, sondern wenn sich das selber aussieht, kommt der Kron von alleine. Somit erwarte ich hier demnächst dann auch wieder Spinat. Ja, na, was fliegt denn hier durchs Bild? Ah, das war, glaube ich, eine kleine Wildbiene. Also nochmal für den Überblick. Zucchini, hier eine Physalis, da eine Physalis, dort eine Physalis, da. Und ja, ich lasse die mal irgendwie wachsen. Die werde ich vielleicht nochmal ein bisschen stabilisieren. Aber alles andere sieht soweit gut aus. Ich habe den Boden aufgelockert, dann oben dann nochmal verstrichen. Noch nicht alles, nach da hinten hin jetzt nicht, aber hier vorne in dem Bereich. Jetzt fehlt nur noch Mulchmaterial und alles, was ich hier so rausgezogen habe, was hier so vorne liegt. Und das wird jetzt abtrocknen, drauf gehen, größtenteils. Ich möchte nicht, dass hier Ackerwind und so hier noch drauf rumliegt, als Mulchmaterial direkt, weil dann fängt mir das gleich wieder an zu wachsen. Deswegen, ich lasse sie mal erstmal ein bisschen und ja, dann geht der Kram hier auch rein. Da liegt was, also ist alles wunderbar. So decke ich dann meinen Kreislauf. Okay, hier soll es das gewesen sein und ich möchte euch noch ein paar Pflänzchen zeigen, denn bei mir läuft die Suppe. Ich brauche keine körperliche Aktivität mehr, auch nicht bei so viel Grad. Ich hätte mir auch ein bisschen was Leichteres anziehen können. War ein bisschen zu voll, jetzt das Mikro umzustecken. Wir sind jetzt noch im Weitwinkel und ich werde euch jetzt nochmal in dem normalen Modus. Ich spiele jetzt zurzeit viel rum mit meiner Kamera, um zu gucken, was kann das Ding. Und nur ausprobieren bringt mich dann nachher dahin und da seid ihr dabei. Ich habe meine Freude beim Drehen mit euch und wenn ich von euch dann irgendwie noch ein bisschen Feedback bekomme, wie es euch gefällt oder auch nicht gefällt. Hier sind ja die dicken Bohnen. So, da. Da haben wir die Kapuzinerkresse, die erste Blüte. Die Läuse sind weg. Also von daher...
ein bisschen spät dran, das muss ich vom Timing nächstes Jahr anders machen. Aber die dicken Bohnen hier, ne? Also das sind Aborade. Guckt euch das an. Ach, hier die Ringelblume, die hat sich auch echt einen wunderschönen Platz gesucht. Bei den ganzen Beeten. Im Beet. Na, ich habe jetzt hier von der bunten Beete geredet, beziehungsweise den verschiedenen Farben. Die Ringelblume, wie schön. Oh, da sprang gerade ein Grashüpfer durchs Bild. Also durch mein Bild, nicht durch euer Bild oder unser Bild. Und dann hier auch so richtig schön am Blühen. Der Rucola, die wilde Rauke. Und hier oben ist auch gerade Betrieb. Ja, ich muss erst mal gucken, wer hier ist. Wenn man die Diesel mal stehen lässt. Ach, schön. Ist gut besucht hier. Kriegt ja doch noch mal ein bisschen Leben in die Bude. Ach, herrlich. Also, hier sind sie fleißig bei. So, und hier die Tomaten. Also, es ist echt erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass die Tomaten direkte Sonne brauchen, weil am Bunker vorne oder in einem anderen Beet, beim Pavillon vielmehr, wächst das sehr spärlich vor sich hin. Und hier haben wir die Buschtomaten. Na, hier hängt ja auch schon was. So, und eigentlich ja, raubt der Salat an dieser Stelle, der Tomate hier hinten, ja, Licht, aber auch da kommen Tomaten. Das sieht gut aus. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte keinen Gartenrundgang machen, aber so ein paar neue Eindrücke auf jeden Fall mitnehmen. Man weiß ja nicht, wie lange die Pflanzen immer blühen und was man so mitkriegt. Ich habe ja an der einen oder anderen Stelle auch noch Pflanzen, die richtig umgeknickt sind jetzt vom Unwetter. Vom Wetter, das ist doch viel schöner. Also wir kennen das hier oben öfters, aber es ist natürlich so, dass jetzt ein bisschen Ausnahmewetter war, natürlich gar keine Frage. Und immer noch ist. Potenzial ist noch da. Und da sprang gerade ein Grashüpfer. Boing, boing. Brauchst keine Angst haben, ich stress dich nicht. Aber hier so, ne, das ist jetzt durch das Wetter ist das umgeknickt. Also hier ist richtig Betrieb mit den ganzen Tieren. Oh, hier ist ein Liebesnest an der Ecke. Und mit dieser Bombensensation verabschiede ich mich aus dem Garten. Sag vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sagt tschüss, euer Lars. Entspannung ist angesagt. Wochenende. Nee, stimmt nicht. Ich soll noch ein Video schneiden. Naja, ein bisschen warte noch auf mich entpflichten. Und ja, werde euch dann quasi unter meinem Video begrüßen dürfen und die Kommentare lesen. Ich habe ja... Bin gerade ganz gut im Flow, auch mit dem Beantworten. Bin gespannt, wie euch das Video gefällt. Oh, herrlich. Schön, schön. Oh, die Äpfel, ne? Oh, herrlich. Da freue ich mich. Orange Corks. Und der Baum sieht richtig gesund aus dieses Jahr. Richtig schön. Mein Urwald. Oh, ich habe hier noch was. Guck mal. Sie haben mir dieses Jahr ein bisschen mehr übrig gelassen und ich hatte ja sogar Amseln, die bei mir gebrütet haben und ich habe die auch mal sitzen sehen mit drei solchen Dingern, witzig, jetzt habe ich auch drei gepflückt, mit drei solchen Johannisbeeren im Schnabel und habe mich doof angeguckt, hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, kam mir so rüber vom Vogel, so, oh, darf ich jetzt zu meinen Jungen mit den Bären? Und dann ging es ja hier immer in den Bunker rein, da und ich weiß gar nicht, ne, ob die noch ein drittes Mal brüten, ich wollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen naschen. Für alle, die dran geblieben sind, gibt es jetzt quasi eine kleine Überraschung. Moment. Boah, sind die lecker. Die sind richtig lecker. Also ich habe die ja schon öfter gegessen, aber die haben jetzt einen Reifezustand. Ich schmier mich, glaube ich, gerade voll ein. Gehört dann dazu. Mit einer Hand essen und so und abpulen. Oh. Färbt sich schon. So, ging's Licht und so. Ich weiß nicht, was die Kamera sagt. Ich hoffe, das funktioniert noch alles. Bin ich jetzt hier beim Bunker? Und dann gucken wir doch mal gemeinsam nach. Ob in diesem Nest. Da doch noch mal Eier drin liegen. Ich bin ja mal gespannt. Zweimal haben sie schon gebrütet. Und was sagen die Amseln? Lassen sie mich in Ruhe. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Denn das Geschichte, was hier steht, erstmal wollte ich hier weiter aufräumen, mir Platz schaffen, aber das soll fürs Dach der Außenküche dann sein, ne? Also dieses Holz hier. Da. So. So, das war eine kleine Verlängerung. Ich freue mich, ein Video hingekriegt zu haben, das war nämlich heute gar nicht so sicher. Den Titel muss ich mir noch überlegen.
Oh, ist das schön. Das gibt mir so unglaublich viel Kraft. Ich bin ja immer der Nascher. Oh, sind die lecker. Die sind perfekt. Wow. Ihr seid ja immer noch dran. Wen haben wir denn da? Ein Spatz? Hallo? Vielleicht kriegen wir ihn ran. Oh, da sind noch mehr. Einer ist weggeflogen, der andere hinterher. Naja, ich wollte jetzt nicht draufhalten, sondern es lieber genießen. Oh, hier Erbsen, ne? Oh, meine Erbsen, die schmecken so toll. Ach ja, da hinten kann ich ja gleich nochmal gucken. Ja, kleine Verlängerung. Klein ist gut. Die sind ja so gut wie fertig. Da. Also ich sehe da nichts mehr hängen. Doch, da. Da haben wir noch eine Erbse. Oh, genau die Größe, die ich mag. Sehr schön. Und hier, ne, hier geht's auch ab, sag ich euch, mit den Eiszapfenradieschen. Das wären richtige Oschis hier. Ah, das sieht von oben immer ein bisschen kleiner aus. Also dicker als mein Daumen auf jeden Fall. Oh, hier. Und hier die roten, die sehen. Oh, was geht hier denn ab? Okay. Also die sind schon. Ich habe große Hände, ne? Also das ist. Ich müsste viel näher ran, damit ihr die Größe erkennt. Krasse Teile. Richtig schön. So, ich komme nicht zum Ende. Mein Garten fasziniert mich mal wieder selber. Hier nochmal kurz das Indianerbeeten, also von oben. So schön sieht das aus. Sag ich tschüss und werde jetzt meine Erbsen essen hier auf meinem kleinen Hocker. Oh, den hat meine Mutter mir mal besorgt. Ich hoffe, der hält noch eine Zeit. Ein bisschen wackelig ist er geworden. So, ich bin raus und ja. Sag ich nochmal tschüss? Ne, ich bin raus.